Na dann. Verschlossen. Moment. Ich habe ein Schandprogramm zum Umgehen. Damit knacke ich das. Lass mich raten. Wir müssen dabei ein paar Wellen abhalten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Shepard. Ich bin noch nie in die Basis des Shadow Broker eingebrochen. Oh, zumindest really? Nicht in diese. Gut. Na dann. Lass das mal drauf ankommen. Sind Sie sicher, dass der Schatz... Geh mal hier vorne. Sowas ist sogar auf Ilium illegal. Garantie war keine mit? Drauf. Aber Sie haben ihn doch getestet. Da kommen noch mehr. Sagen Sie mir... Ich dachte, Yara kämpft nicht mit. Keine Zeit zum Reden. Oh, das ist ja gemütlich jetzt hier. Oh, warte mal, was? Wer greift mich hier gerade an? Oh, shit. Ich bin ja nicht gut positioniert. Aber ich muss gerade erstmal warten, bis meine... So, jetzt kann ich mich wieder zurückziehen. Lauf! Okay. Besser so. Gut, vorhin konnte ich zwar weitaus mehr Schaden hinzufügen, aber habe auch weitaus mehr eingesteckt. Dann müsst ihr es eben ein bisschen mehr mit den Kondensatoren machen. So. Noch jemand ohne Fahrschein? Yara zum Beispiel. Setze Biotik ein. Oh, Dane ist auch schon wieder breit, wie ich sehe. Schlecht. Ach, ich kann auch einfach hier hingehen. Warum eigentlich nicht so? Adieu. Es dauert bestimmt nicht mehr lange. Lass mich raten, ist von hier drüben. Hat man einfach auf alles Universalgel geschmiert. Dieses Sicherheitsupgrade hat viele Leute unglücklich gemacht. Achtung, schön. Es kommen noch mehr. Kleine Hommage an den ersten Teil, als wirklich alles mit Universalgeld geregelt wurde. Finde ich gut, gefällt mir. Man muss es ja auch ein bisschen mit Humor nehmen. So. Ah, oh, komm schon, du hast sie doch gerade noch im Visier. Geht doch. Halt wirklich praktisch, wenn man in die Ecke schießen und damit sogar die Leute aus der Deckung rausmanövrieren kann. Funktioniert. Das ist alles, was zählt. Oh, warte, falsche Taste. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Öffnung und so? Und tot. Schiffsbug, ach da. Okay. Jetzt könnte ich Thane vielleicht gebrauchen. Ah, komm schon. Ich gehe ja schon in Deckung. Shit. Warum so viele? Was hat das Ding eigentlich für ein Schild gerade aktiv? So, der ist auch schon mal weg. Bleibt noch der eine. Oh. Ihre Angriffe sind nicht organisiert. Es wäre effektiver, wenn Sie alle gleichzeitig angreifen würden. Bitte geben Sie den Söldnern keine Tipps. Das ist aber auch ein guter Hinweis. Das ist immer seltsam in den Spielen, dass sie immer in Wellen angreifen, damit man ja noch eine Chance hat zu überleben. Anstatt einfach alle gleichzeitig zu kämpfen und uns einfach kurz zu machen. So, erstmal die Biotikerin weg. Wo ist jetzt der Tech davon? So, brutzeln wir mal wieder ein bisschen. Oh, komm schon, was ist das für ein Sperrfeuer hier? Oh, fuck. Oh, beide hinüber. Warte mal, da muss ich vielleicht doch mal ein bisschen Einigkeit machen hier. So. Haben wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Chance? Ah, der verbarrikadiert sich gerade. Ach, das sind ja auch welche von hinten? Nee. Okay. Man muss ja mal schauen. Die nächste Welle scheint größer zu sein. Och nein. Man muss ihnen nur taktische Unterstützung geben. Dafür müssen wir uns drinnen um weniger kümmern. Träumen Sie weiter, Tony. Feindliche Biotika auf dem Feld. Ehrlich mal, Yara, dass du aber auch wirklich noch sagen musst, dass sie alle gleichzeitig kommen sollen. Vielleicht wären sie nicht von alleine auf die Idee gekommen.
So. Solange sie auf Abstand bleiben, ist es okay. Das müsste sie auch. Vielleicht müsste ich mal hier die beiden her bitten. Okay, Thane hat es schon wieder erwischt. Oh. Na dann. Hinein in die gute Stube. Nichts dagegen, aus dem Sturm rauszukommen. Aber ein bisschen Muni wäre nicht schlecht. Gut, dann heißt es jetzt wohl, hallo Shadow Broker. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert dran, im ersten Teil habe ich mal an einer Stelle erwähnt, dass es von einer Art, von einer Alien-Spezies, die mehr als nur zweibeinig ist, soweit ich mich erinnern kann, einen gibt, der viel intelligenter ist als alle anderen Vertreter seiner Art. Nun, wir werden gleich auf ihn stoßen. Okay. Viele von denen? Wie viele Waffen hat der Shadow Broker denn? Hab ich doch gesagt. Los geht's. Ich bin ganz froh, dass wir auch die Biotik haben, weil die uns das Munitionsproblem doch erheblich erleichtert. Obwohl man meistens eigentlich keine Munitionsprobleme kriegt, aber es ist nicht schlecht. Gerade wenn man halt viel mit den starken und den großen Waffen kämpft, dann doch einfach mal auf die Biotik zurückgreifen zu können, um dann eben nicht alles zu verpulvern. So, im Gegenzug gibt es dann was für uns. Okay, wir sind voll, merke ich gerade. Wann ist das denn passiert? Wahrscheinlich haben sie gerade nochmal nachgeladen für uns. Ich weiß es nicht. So, wir gehen einfach hier hin, dann ist die Blendgranate für uns so gut wie egal. Oh, was? Feindliche Biotika auf dem Feld. So. Vorsicht. Lass mal den hier weg, den wollte ich ja eigentlich vorhin schon erwischen. Gut. Das mit dem Taktiker kommt ja voran, auch wenn ich das Gefühl habe, dass nicht jeder Treffer zählt, wenn ich hier doppelt angreife. Mit der Biotik eines anderen. Vorsicht, schön. So, einfach mal reingezimmert. Kleinen Asari-Hälse halten dann nicht viel dagegen, wenn wir da mal richtig drauf gehen. Okay. Das war doch geschmeidig. So, hier oben ist nichts mehr. Das heißt, wir sollen nach unten wahrscheinlich. Nehme ich mal so an, oder? Obwohl das eigentlich eher aussieht wie... Ja, wir müssen eigentlich da lang. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz hier die Treppe runter. Und schau mal, was wir hier noch abstauben können. Nichts. Na dann, wenn es weiter nichts ist. Okay. Ein Stimmgewirr ohne Ende. Und langsam wird es Zeit. Ich habe den Plan des Schiffs runtergeladen. Wir sind unterwegs zum Zellenblock und zu Farron. Langsam wird es Zeit, dem Shadow Broker selbst gegenüberzutreten. Das ist er noch nicht, sage ich mal dazu. So. Erstmal weg mit der dreisten Tussi hier. Die traut sich was. Was willst du eigentlich, Junge? Ja, ich gehe ja schon in Deckung. So. Die mit den blöden Blendgranaten nerven auch ganz schön. Muss ich sagen. So. Ich glaube, damit ist der Widerstand jetzt erstmal gebrochen. Und wir können uns endlich mal in Ruhe hier umschauen. Also da ist der Zellenblock, dort unten ist Farron. Und hier wird es wohl gleich zum Shadow Broker gehen. Aber ich würde sagen, erstmal befreien wir unseren Kumpanen, beziehungsweise Liaras Kumpanen. Nachdem wir die Credits eingesammelt haben. Gut, das alte Spiel. Ich würde gerne Universalgeld verwenden. Da hat sie schon recht irgendwo, Liara. Früher war alles besser. Vor dem Krieg. Holen wir ihn mal aus der Patsche. Farron. Liara.
Halt durch. Wir holen dich hier raus. Nein. Farron. Ich glaube, das war der falsche Befehl, den du gegeben hast. Was zum Teufel hat der Broker bloß mit ihnen vor? Die Maschine reagiert darauf, wenn man daran herumspielt. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Das ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut leer. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Was wissen Sie über den Broker? Er hat mir das angetan. Ich hatte gehofft, Sie wüssten, was er ist. Ich habe ihn nie deutlich gesehen. Aber er ist groß. Die Wachen haben Angst vor ihm. Ein Kroganer? Ich weiß nicht. Aber nicht jeder, der sein Büro betritt, kommt auch wieder raus. Einfach oder nicht, wir kommen alle hier raus. Gut. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams zum Außenposten zählt. Also, wie ich bereits sagte, der es gibt einen Vertreter einer Art, der seinen anderen Artvertretern, Artgenossen weit voraus ist, was Intelligenz angeht. Und das ist der Shadow Broker. Wir werden gleich sehen, der ist kein Kroganer. So. Gibt's da noch was? Nein. Ach ja, doch. Oh, ist ja langweilig hier mit euren Blendern. So, Ruhe jetzt. Hat sich's endlich ausgeblendet. Dankeschön. Dann also los. Auf zum Shadow Broker, zum letzten Gefecht. Gegen den großen, mysteriösen Mann. Hinter dem großen Infonetzwerk. So, statten wir uns nochmal kurz aus. Und dann würde ich sagen, let's roll. Ah, noch ein Zwischengang, natürlich. Jetzt aber. Let's roll. Das ist der Shadow Broker. Rücksichtslos. Sogar für Sie, Commander. Die Bombardierung auf Ilium war nicht gerade subtil. Extrem. Aber notwendig. Nein, war es nicht. Und Farrons zweijährige Haft auch nicht. Dr. Tissoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farron hat mich hintergangen, als er Ihnen Shepards Leiche übergab. Der Drell bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Jemand muss Sie für Ihre Zusammenarbeit mit den Kollektoren bestrafen. Es war eine Partnerschaft zu beiderseitigem Vorteil. Ihre Ankunft passt gut. Das Angebot der Kollektoren steht noch. Tja, ich glaube, das wird sich bloß nicht erfüllen lassen für dich. Eine Basis dieser Größe ohne Crew zu betreiben dürfte nicht einfach werden. Sie sind alle ersetzbar. Ihre Ankunft ist lediglich eine Unterbrechung. Genug geredet. Meine Operationen sind zu wichtig, um von einem Verräter gefährdet zu werden. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst. Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor. Einen Attentäter mitzubringen war klug, Tissoni. Ich werde Mr. Krios Sohn mein Beileid mitteilen. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie im Trüben fischen. Ach ja?
Sie sind ein Yak, eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung ihres Planeten. Vermutlich haben sie den ursprünglichen Shadow Broker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte. Oder ein Haustier. Na, wie war das? Ich weiß nicht, ob ich so ein Haustier wollte. Los geht's. Hat der Kerl doch plus zwei Beine? Ich dachte mal, der hätte vier. Na gut. Wir halten einfach mal drauf. So ist der Kampf natürlich nicht schwer, aber ich meine, warum sollte ich die Waffe nicht benutzen, wenn ich sie habe, ne? So. Oh, ich glaube, jetzt wird's ungemütlich. Bitte wie? Der Schild ist kinetisch sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Dann machen wir es auf die harte Tour. Okay. Besiegt den Yorok auch im Faustkampf, wenn er das will. Junge, dein Schild deckt dich nicht ganz ab. Weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. So, möchte mal jemand irgendwie hier... Ja, Singularität klingt doch gut. So, einmal drauf auf den Kerl. Wo ist eigentlich... Thane? Thane, wo bist du? Oh, was? Nee. Gekommen. Nicht doch. Muss nicht sein. Friss das, Arschloch. Komm, dann wechseln wir einfach mal die Seiten, wenn du willst. Wow, was? Der Kerl meint's ernst. So, ich gehe da mal hier rüber. Oh, komm schon. Ja, ich gehe schon. Oh, warte. Jetzt. Dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Da sind sie. Auf ein neues. Langsam wird uns die Munition knapp, möchte ich mal so feststellen. Scheiße, ich wechsle. Oder nee, komm, die paar Schuss verballere ich jetzt noch. Die Waffe ist leer. Auf zur Mattock. Oder nee, ich nehme vielleicht erstmal die MP gegen die Schilde. Was? Lass mich mal bitte hier stehen. Ah, Thane liegt hier in der Ecke. Okay. Warum nicht? Der hat sich auch mal ein Schläfchen verdient. So, und damit könnten wir jetzt eigentlich zur Mattock übergehen. Wow, die haut rein. Zeit zur Abrechnung. Fang den ab. Oh shit, komm schon, was? Ernsthaft? Ich konnte nicht so schnell rüberkommen. Oh, was? Lauf! Shepard! Ernsthaft? Bin ich gerade durch die Decke gefallen? Was war das denn? Woran bin ich jetzt gestorben? Sagt's mir bitte.
Bin ich jetzt gestorben, weil er mich von hinten erschossen hat, oder bin ich einfach durch den Boden gefallen? Oh nein, nochmal den ganzen Kampf, ihr Schweine. Ich hatte ihn schon tot. Da sind sie. Aber nein, er musste ja unbedingt sein Schild wieder in dem Moment aufbauen, in dem ich gerade bei ihm war. So was Fieses. Aber jetzt bist du dran. Ah, schon sind deine Schilde im Arsch, mein Freund. Oh, was? Diesmal nicht. Jetzt ist es vorbei, Arschloch.